Lieben, wir sind beim 5. Dezember 2019, beim Donnerstag. Und Termine und anderes sollte man auf den Vormittag verlegen. Also man ist klar, man ist deutlich, man ist sachlich und kann dann gute Ergebnisse erzielen. Man kann auch shoppen gehen durchaus. Und ich sag mal, abends ist man ein bisschen erschöpft, ein bisschen müde und man sollte sich heute nicht zu viel zumuten. Also 5.12. vormittags klare Gespräche, abends relaxen. Wir schauen jetzt mal, wie es in deinem Sternzeichen aussieht. Hallo mein lieber Löwe, wir sind beim 5. Dezember und wollen mal schauen, was da für dich so drin ist. Wir haben materieller und spiritueller Erfolg oder Zuwachs, ja, also da tut sich was. Die Engelkarte für dich ist heute in einem Jahr. Also vielleicht macht sich das, was du heute in Gang setzt, in einem Jahr bezahlt. Was haben wir noch? Wir haben Waages. Deine Gebete und positiven Erwartungen sind gehört und beantwortet worden. Wir haben seit ihrer Entstehung mit dir gemeinsam an dieser Situation gearbeitet und wir werden weiterhin über dich und jeden wachen, der daran beteiligt ist. Bleibe auf deinem Weg, da er dich tatsächlich sehr weit bringen wird. Sehr schön. Und die Lenormand-Karte ist die Frau. Es ist die ältere Frau und das ist das weibliche Prinzip, das ist die weise Frau. Jemand, der Erfahrungen gesammelt hat und ja, mitreden kann, weiß, wovon er oder sie redet. Das weibliche Prinzip ist dieses Kümmern, sich um die Dinge kümmern, darüber wachen. Ja, und ich denke, dass es darum geht, ein Projekt, eine Sache, die du heute in Gang setzt, eben auch in einem Jahr als Erfolg und spirituellen Erfolg auch zu sehen. Und achte mal darauf, was du heute bewegst und merke dir das Datum und schau mal, wie das Ganze in einem Jahr aussieht. Interessant. Ja, wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns morgen wieder.